So, willkommen zurück beim nächsten Teil von Ups, das Pannen-Let's Play. Naja, also ich habe jetzt wieder Level 5 erreicht. Ich habe Plantage und Lebensmittelgeschäft eine Weile beschäftigt gehabt. Die Autohäuser sind jetzt endlich fertig. Also wir werden jetzt erstmal noch die Belohnungen hier einsammeln. Wir haben einen neuen Bauplatz. Ja, wir werden Produktionsbonus wieder nehmen, wie vorher auch schon. Dann eben haben wir einen neuen Bauplatz bekommen. Jetzt brauchen wir aber erstmal was zum Verkaufen. Im Lebensmittelgeschäft haben wir, glaube ich, noch ein paar Eier. Die können wir hier verkaufen für 1,75. Das sollte eine Weile reichen, 25 Minuten. Ja, ich werde jetzt einfach mal PESE suchen. Von dem weiß ich, dass er LKWs verkauft normalerweise. Also werde ich ihn mal fragen, ob er mir ein paar hat. Von dem weiß ich, dass er relativ günstig normal verkauft. Ich werde jetzt mal einfach auch in die Handelschats schreiben. Autohauswaren, genau. Genau, dann LKW-Sen war, also in meinem Hauptaccount eine Sache, die relativ gut gelaufen sind. Siehst du, hier haben, so schnell geht's schon. Wir haben jetzt hier schon die ersten LKWs bekommen. Genau, damit können wir jetzt, Moment, nicht das Warenlager, sondern erstmal das Autohaus starten. Ja, nehmen wir mal 2. 6.300. Genau, das sind wir in einer Stunde fertig. Das sollte eigentlich ungefähr hinhauen. Genau. Machen an der Einheit 295 Euro Gewinn. Das heißt, wir werden mit diesen 2 Einheiten in einer Stunde etwa 600 Euro Gewinn machen. Das ist jetzt eigentlich gar nicht so schlecht. Ich glaube, wir können sogar eventuell höher gehen, wenn wir wollten. Dann dauert es etwas länger. 6.300 sind wir bei. 295 bei 6.400 sind wir bei 320. Schauen wir mal, wie wir in der Mitte sind, bei 6.350. Ja, das lässt sich, denke ich, alles vertreten. Wir machen mit 6.300, wir wollen ja relativ möglichst zügig. Wobei, warte mal, die Zeit ist nicht besonders viel Unterschied. 10 Minuten und wir haben, ja, geben wir nehmen jetzt 6.300, damit wir möglichst schnell viel Umsatz haben. Hier machen wir das Gleiche. 6.300. Warte mal, wir kaufen noch eine mehr. Dieses Problem kenne ich schon. Es passiert teilweise, dass es eben nicht die eingehenden Verträge annehme, sondern stattdessen irgendwo im Chat lande. Naja, keine Ahnung. Es lässt sich das Neuladen immer eigentlich regeln. So, dann lassen wir die beiden mal verkaufen. Die Plantage ist im Moment im Stillstand. Das gefällt mir natürlich gar nicht. Wir haben ja jetzt ziemlich viel Samen produziert. Das heißt, wir können wieder Äpfel produzieren. Da wären wir jetzt 3 Stunden beschäftigt. Das habe ich jetzt nicht unbedingt vor. Nehmen wir mal 400. Ja, das ist ungefähr eine Stunde. Nehmen wir mal 500. Das ist ungefähr so lang, wie die Autohäuser laufen. Die Eier leider nicht ganz so lang, aber da haben wir dann Äpfel nachher zum Nachfüllen. Genau. Auf dem Bauplatz könnte ich jetzt noch was bauen. Ja, also der war immer relativ kollegial, das war überhaupt kein Problem. 50 Trucks werden wir nicht brauchen. Ich will ja in die Produktion wechseln.
Ich mache das jetzt hier eigentlich eher, um die Errungenschaft eben für den Einzelhandel noch abzuschließen. Genau, das sind wir jetzt fast schon da. Da brauchen wir jetzt noch 40 Euro für die nächste. Und wir brauchen eben für 50.000 Euro Belohnung, brauchen wir 100.000 Umsatz. Das sollten wir relativ zügig eigentlich schaffen. So, hier könnte ich jetzt noch was bauen. Eine Plantage zum Beispiel. Nein, ist zu teuer. Was haben wir noch im Warenlager, was wir verkaufen könnten? Frachteinheiten. Ja, normalerweise werde ich die wieder brauchen. Allerdings werde ich jetzt einfach mal verkaufen, damit ich genug Geld habe, um noch eine Plantage zu bauen. 0,356 und dann sollten die eigentlich. Ja, das liebe ich. Der Preis ist zu niedrig. Wieso? Null Komma drei fünf sechs. Ja, komm, nur weil ich ein bisschen Verlust mache. Naja, alles nicht so sehr praktisch. Ja, genau. Die Autohäuser haben halt relativ viel Umlaufkapital gebunden, dadurch, dass die LKWs relativ teuer sind. Dafür werfen sie aber auch deutlich mehr Gewinn ab als jetzt so eine Plantage normalerweise. Ja, ich könnte eigentlich ein paar Samer verkaufen. Die sind nämlich im Moment relativ teuer an der Warenbörse. Beziehungsweise, wir haben gerade einen deutschen Teilnehmer an diesem Wettbewerb, die Wild Company. Ist relativ gut im Rennen und es sieht vermutlich so danach aus, dass sie Cybertech noch überholen wird. Genau, weil Cybertech hat einen relativ niedrigen Unternehmenswert mittlerweile. Und es ist fraglich, ob die auf die Dauer hier bei dem Wettbewerb wirklich durchhalten wird. Da muss man nämlich immer Samen spenden. Das hört sich total bescheuert an, genau. Genau. Jedenfalls, Wild Company nimmt normal immer, wenn man ihr was schickt. Ich, ja, mittlerweile ist der Preis wieder bei 0,25. Normalerweise liegt er bei etwa 0,2. Das heißt, da lässt sich eigentlich nicht viel verdienen normalerweise. Aber jetzt durch den Wettbewerb verdient man etwas mehr. Aber eben allgemeiner sind die Margen eben in den Autohäusern sehr, sehr viel höher. Genau. Das sei einfach mal so angemerkt. Und jetzt würde ich einfach mal wieder Schluss machen. Zur Plantage reicht jetzt nicht, eventuell werde ich die zwischendrin noch bauen. So, willkommen zurück. Ich habe hier noch ein drittes Autohaus gebaut und daneben ein bisschen einfach weiter verkauft. Hier habe ich jetzt Eier wieder im Verkauf. Hier produziere ich nochmal Äpfel. Ich brauche jetzt wieder ein bisschen Material, um hier was verkaufen zu können. Genau. Deswegen werden wir einfach weitere Verträge hier annehmen. Eins, zwei, drei. Wir können sogar den vierten noch annehmen, aber ja, damit es wieder passt, werde ich hier einfach überall einen LKW verkaufen. 6.300 nehme ich wieder als Preis. Das sind wir wieder fast bei 300 Euro Marge. Genau. Ich habe es jetzt ein bisschen eilig, weil ich auf meinem Hauptaccount im Moment viele Aufträge reinbekomme, da ich da auf Vertriebsbüros gehe. Genau, deswegen werde ich hier auch schon wieder Schluss machen. Also das Ziel ist jetzt wirklich die Autohäuser ja, auszulaschen. Insbesondere wenn jetzt dann in 2 Stunden der Bonus kurz bevor der geht, werde ich versuchen, meine Läden nochmal möglichst lange in Produktion zu schicken, weil ich dann den Bonus noch mitnehmen kann. Ja, also der Bonus am Anfang bringt eigentlich gigantisch viel, wenn man den richtig nutzt. Genau. Das ist eigentlich das, was ich euch mitgeben wollte. Genau, und ich hoffe jetzt einfach, dass das Video dieses Mal gut funktioniert hat. Ja, wir haben jetzt halt wirklich massiv verloren, dadurch, dass ich es nochmal neu gestartet habe und den Bonus nicht nochmal mitnehmen konnte. Sonst wären wir, glaube ich, jetzt schon viel weiter. Genau. So, willkommen zurück hier beim Let's Play Sim Companies.
So, im Moment sind unsere Autohäuser jetzt alle fertig. Wir haben immer noch 1,5 Stunden, bis der Bonus abläuft. Das heißt, wir können jetzt eigentlich noch ja, in jedem Autohaus 3 Autos durchpumpen. Genau, wir müssen jetzt die LKWs einfach oder LKWs einfach wieder verkaufen. Das ist eigentlich immer das gleiche Spiel. Ja. Da ist eigentlich gar nicht groß viel zu erzählen dazu. Dann haben wir jetzt wieder alle drei gestartet und ich glaube, wir sind jetzt auch gar nicht mal weit weg von der Errungenschaft. Genau, wir haben hier schon 73.000. Das heißt, wir brauchen jetzt noch 30.000. Das schaffen wir genau, bis wir bis zum Ende der, genau, ja, bis zum Ende der. Des Bonus und dann sollte es eigentlich auch perfekt passen. Wobei, wir brauchen 33 Minuten im Moment. Vielleicht muss ich sie etwas schneller durchhauen, damit ich den Bonus dann nochmal nutzen kann am Ende. Genau, aber genau, da muss ich halt mit 6.200 vielleicht verkaufen. Das macht dann die Marge etwas geringer, aber. Wir können, nein, im Moment haben wir auch noch keine Gewinn- und Verlustrechnung. Doch, Gewinn- und Verlustrechnung haben wir aber noch keine Bilanz. Ja, also im Moment ist da noch nicht viel passiert. Genau, wir haben insgesamt jetzt hier 115.000 für 115.000 Euro Waren oder Dollar Waren verkauft. Genau. Und viel Gewinn ist da jetzt auch nicht angefallen. Hier kann man, nein, den Gewinn kann man hier sich nicht anzeigen lassen. Das geht, glaube ich, noch beim Vertriebsbüro. Genau, das war's eigentlich jetzt. Ich denke, ich mache nochmal ein kurzes Video, wenn wir am Ende des Bonus angelangt sind. Und dann werde ich eigentlich schauen, dass ich, glaube ich, täglich ein Let's Play einfach rausbringe, wo ich einfach kurz ein Update zur Entwicklung hier gebe. Nee, nicht ausloggen, das war nicht, was ich geplant hatte. Video beenden. So, herzlich willkommen zurück. Es ist jetzt noch nicht ganz Ende des Zweifachbonus, aber wir haben jetzt gerade die Einzelhändlererrungenschaft endlich geschafft. Damit können wir jetzt noch etwas mehr Waren einkaufen. Wir werden jetzt einfach PE nochmal anschreiben, dass er uns noch mehr schicken soll, weil den Zweifachbonus, der wirkt auch noch danach, wenn er weg ist, wenn ich den Auftrag schon gestartet habe. Genau. Deswegen werde ich ihn jetzt nochmal fragen, ob er mir noch mehr schicken kann. Ich werde mal die einer alle verkaufen für 6.300 oder 400. Mal schauen. Genau. Im Lebensmittelgeschäft, das könnte ich jetzt noch kurz ausbauen, wenn ich wollte. Mache ich das kurz. Ja, das mache ich jetzt einfach kurz. Kann ich dann eben auch noch ein bisschen was einstellen. Da bekommen wir noch mal günstiges Wasser her. Interessiert mich hier eigentlich nicht der Aerospace Sale Chat. Ich könnte auch den Hilfschat mal wieder deaktivieren. Es geht hier unter Account-Einstellungen, Chaträume und da einfach den Help-Raum
raus und Update und dann sollte es passen. Genau. Ja, das war es jetzt eigentlich soweit. Ich werde jetzt kurz noch auf die LKWs warten. Ja, hoffentlich kommt da noch was. Genau. Vielleicht schreibe ich es einfach in den Sales-Chat auch kurz rein. Genau, das werde ich jetzt hoffen, dass da noch was kommt. Und das war's dann eigentlich jetzt erstmal. Genau. Bis später.